Udo, kann ich meine Torpedos vorsetzen? Weil das Problem ist, wenn ich sie jetzt setze, bist du in meiner Fahrlinie. Nicht, dass du dich wunderst, dass die jetzt kommen, weil die würden nämlich dich eventuell sonst treffen. Setz sie jetzt, ja? Gut. Das habe ich jetzt gebraucht und ich bin auch noch von Flugzeugen. Oh. Ja, passt schon. Mag jemand 910 haben? Unterwegs. Da kommen sie in der Zeit. Jetzt mal einen Nebelstreifen für dich. Da kannst du nur zum Durchfahren, aber. Oh, passt schon, da kann zwei ich auch. Du jetzt schießen, kannst du nicht weiter schießen. Ich habe auch was getroffen im Torp. Tot gemacht, ne? Ne, die Montana ist raus, ja, aber ich habe irgendeinen DD getroffen mit Torps. Viel Spaß Die mit dem. Fletcher. Ja. So, Noch mit einem anderen Torp die rum. Nebelwand liegt. Check. Hast du jetzt circa 85 Sekunden noch? Oh, meine Torpedos kommen eventuell. Ich habe irgendwas versenkt. Ja, du hast was rausgenommen? Irgendwas habe ich herausgenommen. Ich weiß aber gerade nicht was. Nee, doch nicht. Ich habe nur zwei Treffer gemacht, aber es blutet. Es blutet. Mach das. Die Neptun. Neptun. Zwei Torpedotreffer, die Neptun. Was treibt da unsere Disco? Hat man hier gesagt, die ist unverwundbar oder? Flugzeugjägerjagd, das ist mir egal. Den Bock kriegt. Ein Torpedo von mir? Bin. Nein, scheiße. Er ist ausgelaufen. Dafür hat hier Bismarck eingekriegt. Ja, das ist halt das Gute, ne? Diese Reichweiten von den Torps laufen so vorbei, treffen so was anderes. Ja, sind die alle vor allem in Richtung Nebel da gefahren. Und wer in unserem Nebel bist der Einzige, der jetzt müssen wir neben. Ach, ist das, hast du deinen eigenen Nebel schon gezündet? Ja, oder was? Kannst reinkommen. Ich habe auch noch mal zwei, drei Torpedos in die Bismarck gemacht. Ich habe sie rausgenommen. Mit AP. Drei. Nee. Oh Mann, ey. Ohne Worte. Triste, die willst du Hindenburg treffen und triste die Bismarck. Yamato kriegt auch ein Torp mindestens. Ja, nee, das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Ja, doch. Die kriegt einen. Der geht mittig rein. Die könnte sogar zwei kriegen. Jo. Einen hat sie gekriegt. Ah, ich bin jetzt. Bin auf. Vom.
hat doch nochmal einen Torpedo gekriegt. Die geht raus, der kriegt nochmal Torps. Die arme Sau, ich fackel immer, guck mal, ob ich einen Abwehrfackel kriege. Lol, ist raus. So, jetzt können wir jetzt ja uns B holen. Ey, ich hab drei Torpedos gefressen von dem Flugzeugträger und lebt noch. Jetzt können wir uns B holen. Das ist noch eine gierige Mädel. Na, check, ich komm. Er will mich fangen, aber ist egal, das... Jetzt aus, Ey, wir haben nur zwei Schiffe verloren im 10er-Gefecht und die haben 2, 4, 6, 7 weg schon. Lol. Nice, die Gehring, ich komm zu dir, aber ich bin ein bisschen weit weg. Zieh dich erstmal zurück am besten, Udo. Einmal getroffen. Mach uns tot. Starte mal kurz Dings gegen ihn. User disconnected. Ey, das war der Torpedoschlag von links, von rechts. Irgendwie haben wir immer getroffen. Olli, 99.432 Schaden. Udo, ich torp da jetzt rauf. Ja, hab ich schon. Bald torps. Ich hab mal. Da blüht die Tiefe zu kurz. Ah, nein! Torpedostaffel! Oh lol, geh an meinem Arsch vorbei! Jawohl, passt. Weil, wollt ihr wirklich, was macht ihr da? B verlieren zu zweit? Nö. Schämt euch, Leute. Schämt. Vorsicht, Udo! Torps! Nach rechts wegdrehen kurz. Hätte ich dich fast weggetorbt da, aber ich wollte in den Nebel noch reintorben, weißt du? Ach, unser Pinky, Pinky, Pinky. Wieso Pinky? Ich bin nicht Pinky. Ach, noch nie. Gnade dir Gott, CV, jetzt wird er schon beleidigt hier. Wo ist er denn? Aber siehst du, das funktioniert auch, wenn du A links liegen lässt, ne? Das war's, ich bin raus. Weil er zu blöd ist. Da muss der unbedingt dich noch kriegen.
Ja, weil ich habe 3 Jägerstaffeln über mir. Abschießen. User joined your channel. Servus. Ja, ich bin's wieder. Versuch noch mehr dieses scheiß Overlay oder was man da alles einrichten kann, einzurichten. Er spottet den Scheiß nicht, ey. Da ist er doch. Ja! Weil er jetzt mit seinen Torpedobombern killgeil ist. Aber hier mit Verkehr. Ach, Dionix ist ja gewonnen, der Rest ist egal. War ja eben mal Tontauben schießen. Das war echt der mit den Torps, ne? Hast du das gesehen? Oh, ich verfehle mein Ziel. Oh, ich krieg den anderen daneben. Oh, da siehst du aber. Oh, ich krieg noch den, der dahinter ist. Da siehst du aber, dass du so eine Spiele gewinnen sollst, ne? Weil dann triffst du unmöglich mit Top Löse. Ja, aber die haben ja auch einen Riesenturtle da gespielt, oder? Also. guck mal, ein Nebelwand und die steht. Ja. 5 Stück getroffen. Aber stell mal vor, wir hätten das Team gehabt. Holt euch den Flugzeugträger, ich habe noch den letzten Cap-Punkt geholt. 6 Minuten wird er das nicht überleben. Da kann ich mir in Ruhe eine Zigarette drehen. Ey, yeah, da kriegt er jetzt schon das Feuer, das... Ah, Mann, ey, das war echt geil, ey. Schade, dass ich das nicht auf... Hast du das auf Video? Ja. Ja. Das lade ich heute Abend hoch. Mann. Endlich mal wieder eine gute Gearing-Runde. Kannst ja dann lachen, wie die Torps da links und rechts. Aber gut ist, wie du auch am Anfang gesagt hast, ja, eigentlich mag ich das nicht, so lange wegzubleiben. Ja, ist aber normal, mit dem DD ist das eigentlich scheiße. Weißt du, weil du, die Zeit fehlt dir wegen den Ketten. Ja, Olli, du weißt doch, die beschissensten Taktiken funktionieren bei dir immer am besten in Random-Gefechten. Ja, vor allem, sie haben auch gehört, dass sie A komplett liegen lassen haben. Das ging schon. Aber normalerweise solltest du mit dem DD immer auf das nächste Cap ansteuern, um wenigstens dir das schon zu sichern. Ja, aber das ist ja auf der Gegenseite genauso dann. Der ja. Ist ja auch fest da. In welchem Entfernung zum Cap. Na? Aber wir haben auch schon, ich habe auch schon eins gewonnen, da war ich der letzte DD und die hatten noch 5 Schiffe durch Cap-Punkte, ne? Weil wir halt eher die Cap-Punkte hatten, das geht auch. Wobei man sagen muss, das Gute war, dass wir das erste Luftgefecht gewonnen haben. Also da hat der Flugzeugträger das erste Luftgefecht gewonnen in dem Match. Ja. Ja.